Was und wo ist Heimat? Ich höre die Stimmen meiner Eltern, die mir sagen, irgendwo da unten. Für einen Journalisten, der sich viel herumgetrieben hat, ist Heimat eigentlich immer da gewesen, wo er gerade war. Alles andere macht das Leben kompliziert. Und doch hat es einen lockenden Reiz, auf Ostpreußen zu schauen. Eine ferne, verlorene, im Strudel der Geschichte versunkene Heimat. Sie ist nicht selbstverständlich, nicht abgestumpft im Alltag, fast wie ein Märchen oder ein Traum. Eine solche Heimat hat nicht jeder. Was einmal Ostpreußen war, ist heute auf drei Staaten aufgeteilt, auf drei Länder in Europa. Wobei allerdings Kaliningrad, das ehemalige Königsberg, etwas unharmonisch dazwischen liegt, wie ein Keil oder eine Insel, beginnen wir unsere Reise an einer Grenze, auf litauischer Seite. Wir schauen auf die Memel. Ein verwirrendes System von Wasserarmen, bevor der Fluss ins Kurische Haff und weiter in die Ostsee fließt. Der Ort heißt Rusne, früher Rust, und die Lage ist entspannt. Nur der Blick nach Süden erinnert an einen alten Film, an überwundene Zeiten. Hier endet die EU und da drüben beginnt Russland. Hinter der Brücke links in die Büsche hatten uns Taxifahrer in Schilute Heidekrug den Weg erklärt. Da stehen noch ein paar Häuser, seins ist das erste. Und schon im dritten Anlauf hatten wir ihn gefunden. Walter Valentius, letzter Deutscher, in einem Dorf an der Memel, das einmal Bismarck hieß. Wie heißt es jetzt? Und es heißt also Schöllgerei, Grünewald, Grünewald, Schöllgerei. Und wie viel Bauern leben jetzt noch da? Wie viele sind da hier? Das war die Bismarckstraße nicht. Die sind noch, also 1, 2, 4 Häuser stehen noch hier. Ja. 4 waren 20, nicht? Und die anderen alle Straßen nicht. Das war die große Hagenstraße, die große Müllerstraße, die Kaiser-Wilhelm-Straße nicht, die kleine Hagenstraße, die kleine Müllerstraße, da steht kein Haus mehr, alles nur, alles zerfallen. Walter war 14, als der Krieg zu Ende ging. Die Eltern machten sich auf die Flucht, es war zu spät und sie kehrten zurück. Als Fischer in der ersten, der sowjetischen Zeit, fanden sie schnell Freunde, auch beim Militär und KGB. Die Valentius lieferten die Fische und die Russen den Wodka. Und so bekamen sie eines Tages die Warnung. Also stehen bei uns auf dem Abschaltgleis hier in Heidelberg auf dem Bahnhof. Es wird jetzt gefahren, wird nach Sibirien. Man sagt, du bist schon in... Die Listen komme ich nicht ran. Das ist... Wie gesagt, noch ein anderer in einer Kommission. Ne? Ja. Die sind alle zusammengestellt, die Listen, sagt. Aber im Ganzen sagt ihr alle, ihr ehemaligen Deutschen hier aus Ostpreußen. Also ihr sollt alle von hier raus, ihr müsst alle nach Sibirien weg von hier. Das verlangen nicht wir Russen, aber die Litauer, diese Kommunisten, Bolschewiki, die verlangten das. Also alle, die was hier zurückkamen, es kam Wissen, es kam vereinzelt, kamen wir noch zurück, nicht von der Verstreuten. Und sagt er, wir sind dagegen. Aber die sagt er, die sagen, ihr müsst alle von hier raus und nach Sibirien dort ansiedeln. Und da solche Aktionen in der Sowjetunion immer des Nachts passierten, waren die Valentius nachts immer auf dem Haff und haben gefischt, bis die Gefahr vorüber war. Aber ich meine, meine Eltern haben mir immer erzählt, Ostpreußen im Sommer sehr heiß, im Winter sehr kalt. Wie war der letzte Winter? Der letzte Winter war, also es waren so bis 15, 20 Grad, 3, 4 Tage. Ne? Ja. Und dann wieder Westwind, wieder Tauwetter. Ne? Tauwetter so wieder? So eine Woche hat es gefroren. Ne? Was, im Januar, Februar Tauwetter, oder was? Ja. Dankeschön. Was noch? Vor 25 Jahren hat Walter geheiratet. Wale, eine Litauerin. Sie war leider nicht da, besuchte ihren Bruder in Klaipeda, als wir hereinschneiten. Der Fernsehsatellit in der Einsamkeit hat einen schweren Fehler. ARD und ZDF schleppt er nicht ran. Ja?
kriege ich Phoenix. Phoenix ist aber schon sehr gut. Ich finde sehr gut. Ja. Lass mal hören, was der sagt. In der Wahl in irgendeiner Weise etwas zu rütteln, da gab es im seltensten Fall Kampfabstimmungen, sondern die CSU war immer ein monolithischer, geschlossener Block. Das ist doch schön, wenn Sie hier sitzen in Memel, Kleipeda und erfahren alles über die CSU. Das ist doch eine tolle Sache. Also dann sind Sie wirklich angeschlossen an die Welt. Würden Sie sagen, das Leben ist härter geworden oder leichter? Härter. Wie sieht es heute finanziell aus, verglichen mit früher? Was bekamen Sie früher als Rente und was heute? Also früher bekam ich also ein bisschen Rente, ich sage so, die Mente dreimal höher, viermal höher als jetzt. In der Kaufkraft ungefähr, das war ja damals Rubel und jetzt... In der Kaufkraft, ja. Ja? Ich sag dir, ich bekam für einen Monat, konnte ich 10 Tonnen Steinkohle kaufen. Ja. Und jetzt kaufe ich 1,5 Tonnen bloß. Aha. Sie kriegen heute wie viel Liter? 650 Liter. Das ist in Euro ungefähr? Es ist 3,45 ist 100 und das ist so 150. Ja, ja. 150 Euro. Ne? Ja, das ist hart. Ne? Das ist nicht viel. Nicht viel. Nee. Die Klage werden wir noch öfter hören, dass es Menschen gibt, denen es in sowjetischer Zeit besser ging. Vom Turm der Alten Post erklingt das Glockenspiel Ännchen von Tharau. Simon Dach, ein Sohn der Stadt Klaipeda-Memel, hat es mit seinem Gedicht unsterblich gemacht. Ihrer ganzen Art nach kommen dem Besucher die Litauer fast schon westlich vor. Nur ihre Sprache ist recht schwierig zu entziffern. Das einzige Wort, das der Tourist auf Anhieb versteht, ist Remontas, Baustelle. Das ganze Land ist eine Baustelle. Litauen, Mitglied der EU, nutzt das neue Leben und lockt mit Technologieparks und Steuervorteilen. Auf der Fahrt bis Sizilien gibt es ja nun keine Grenzkontrollen mehr. Nur mit den östlichen Nachbarn ist der Handel schwieriger geworden. Und mit Kaliningrad. Kaliningrad ist jetzt EU-Außengrenze und liegt wie ein Klotz auf der Strecke nach Westen, der in weitem Bogen umfahren werden muss. Desto wichtiger sind die Wege über die See. Am Hafen das Simon Dachhaus, das Haus der Deutschen in Klaipeda. Einmal wöchentlich ist Vorstandssitzung, üblicherweise wird Litauisch gesprochen. Der Verein hat etwa 600 Mitglieder und wird vom litauischen Staat als Minderheit gefördert. Nicht gerade üppig, aus Deutschland kam früher noch mehr hinzu, aber der Strom versiegt. Wer sind Sie, die sich Memelländer nennen? In Litauen soll es von Ihnen noch etwa 6.000 geben. Der Papa war ein Soldat und die haben sich abgeredet, dass Mutti nicht flüchten wird. Mutti bleibt hier. Ich war ja damals noch klein, wir sind mit den Eltern hier geblieben. Ich bin Klaipedischke, obwohl ich keine Memelländerin. Aber ich habe Deutsch studiert, seit der Schule schon Deutsch interessiert und deutsche Kultur, deshalb bin ich hier einfach. Und mache die Kulturarbeit für Verein und mit Verein. Meine Mutter ist 1962 nach Deutschland rausgefahren und ich war schon verheiratet und ich mit meiner Familie blieben hier und bleiben hier und sterben hier. Aus Mannheim ist Uwe Jurkstis gekommen, der Vorsitzende aller Memel-Länder. Wollen Sie das hier wieder haben? Nein, wollen wir überhaupt nicht. Ist es Ihnen heute noch Heimat oder ist es eben heute doch nicht die Heimat eben der Litauer? Es ist die Heimat der Litauer. Und es ist auch die Heimat der früheren Bevölkerung, ist ganz klar. Ja? Aber Ansprüche stellen wollen wir überhaupt nicht und werden wir auch nicht tun. Wir werden sogar die Litauer heutzutage noch unterstützen darin, dass wir alle die alten Kulturdenker, Denkmäler mitfinanzieren. Dass wir am Aufbau uns beteiligen, wenn wir sagen, bei der Kirchenrenovierung oder anderen Gedenkstätten. Ja? Das ist unser Ziel und Aufgabe, dass es eben für die Nachwelt erhalten bleibt. Aber zurückhaben wollen wir nichts. Sie wohnen in Mannheim. Ist das Heimat? Oder ist Memel, Klaipeda Ihre Heimat? Für mich ist beides Heimat, muss man sagen. Memel ist für mich insoweit Heimat, da meine Eltern von hier stammen. Ansonsten ist meine Heimat da, wo ich wohne. Das ist im Moment Mannheim. Und da fühle ich mich wohl.
Die kurische Nehrung, der nördliche Teil, ein Stück Sahara an der Ostsee. Über Nida-Nidden erhebt sich die Düne, die einstmals vom Wind vor sich hergetrieben den ganzen Ort zudeckte. Nichts erinnert mehr an graue Zeiten. Thomas Mann hatte sich in diesem Fischerdorf vom Geld für den Nobelpreis ein Häuschen gekauft und die literarische Welt pilgerte nach Nidden, wo beim Kaufmann neben den Bücklingen auch immer ein Stapel der Buddenbrooks lag. 1932 machte Mann hier zum letzten Mal Urlaub. Dann floh er vor den Nationalsozialisten ins Exil. Auch heute ist das redgedeckte Häuschen die Attraktion auf der kurischen Nehrung, das Kulturzentrum Tormo Manno. Hier hat der Zauberer der deutschen Sprache am großen biblischen dem Josefsroman geschrieben, hat, wie ein Zeitzeuge formulierte, das leise Rauschen der Wellen in Worte gefasst. Mit Blick aufs Haff pünktlich von 9 bis 11:30. Im Sommer im litauischen Nida ist Thomas Mann Festival. Aktiver Teilnehmer, nun schon zum 7. Male, ist sein Enkel Friedemann, wie er selbst von sich sagt, Spross einer komplizierten Familie. Das ist also der Lieblingsenkel Frilo, das ist er. Sie waren sein Lieblingsenkel, Doktor. Ja, das ist so gewesen. Ich kann auch, weiß auch nicht warum, es war eben so. Und ist mir so in den Schoß gefallen. Nicht? Dann aber sind Sie natürlich auch in der Literatur aufgetreten, im Faustus. Ja. Das war ein bisschen makaber, finde ich. Sehr makaber. Ich habe auch sehr lange gebraucht, damit fertig zu werden. Denn ich habe ja eigentlich so als Kind nie davon direkt gehört. Man hat mir nie irgendwie direkt davon gesprochen. Oder so. Dass Sie sozusagen da als schönes Kind gestorben sind. Dass ich da literarisch sozusagen da umgebracht wurde. Weil der Leverkühn, dieser geniale Komponist, dem hat der Teufel gesagt, du darfst nie lieben. Ja, und sie liebte Thomas Mann und nahm sie so sozusagen als Vorlage und ließ sie sterben. Genau. Und das habe ich nur gemerkt an den Reaktionen der Gäste. Die vielen Leute, die ein- und ausgingen, die mich so komisch anguckten. Dann habe ich gemerkt, dass da irgendwas Komisches ist. Und ich habe es auch vernommen, so zwischen den Zeilen, der kleine Junge, der da gestorben ist. Mehr habe ich da eigentlich gar nicht verstanden. Hat er jemals irgendwo sentimental, rückblickend, auch gerade über Nidden gesprochen? Ich meine, er hat ja viel verloren, da war Nidden vielleicht, also nur Kleinigkeit. Ja, also das hat er nie gemacht, aber ich weiß es von meinem Vater. Da war ich 6 Jahre alt nach dem Krieg und er war ein junger Mann von 27 und er war ja erst einmal 14 Jahre vorher als 13, 14-jähriger Bub hier 3 Sommer lang gewesen und er hat mir in Kalifornien vorgeschwärmt, was das für ein, das war für ihn der Inbegriff des Glücks und der Freiheit, hier in den Wäldern sich zu tummeln, Indianer zu spielen, die Tiere zu sehen, zu schwimmen und die durften ja sogar mit einem Indianerkostüm hier noch Mittagessen. Ja. Das war für ihn, er hat davor vorgeschwärmt, also eine glücklichste Zeit seines Lebens. Ich habe heute die Ehre, unseren alten Freund, ich glaube, ich darf Herrn Friedemann. Welch angenehme Umgebung für einen literarischen Abend, auch wenn das Vorzutragende düster ist. Vom Pakt mit dem Teufel, dem Hochmut und der Weheklage des Dr. Faustus, Verzweiflung des Großvaters an Deutschland. Und dann noch ein Kapitel aus einem eigenen Roman. Nidden nieder, auf einem Sandstreifen zwischen Haff und Ostsee, ist heute letztes Dorf vor einer Grenze. Ein paar Kilometer weiter und immer noch Sand, Haff und Ostsee beginnt der russische Distrikt Kaliningrad. Und zum Schluss werde ich als Epilog, wenn man so will, aus einem eigenen, zuletzt veröffentlichten Roman von mir 2 kurze Passagen vorlesen, wo es auch um die Musik geht, nämlich um einen Teil, wo Haydns Oratorium Die Schöpfung eine Rolle spielt in der Erzählung eines jungen Mannes, der von seiner Kindheit erzählt, von den schrecklichen, aber dann eben auch lebensrettenden Situationen der letzten Kriegstage in Königsberg. Wir ziehen über die Grenze in eine Stadt, die heute Sowjetsk heißt.
Sie liegt an der Memel. Und ihren früheren Namen aus dem Gedächtnis zu streichen, ist den politisch Nervösen in Ost und West nie gelungen. So wie die Königsberger Klopse hat auch eine weltberühmte Käsesorte allen Umerziehungsversuchen widerstanden. Der Tilsiter. Und heute ein seltsamer Kult. Tilsiter Friede vor 200 Jahren. Der Bittgang der preußischen Königin Luise zu Napoleon, ihr Land zu schonen, errührte den Eroberer, aber er gab ihr nicht nach. Drüben beginnt Litauen. Die Memel ist die Grenze. Die Kontrollen hinüber und herüber dauern oft stundenlang und das Filmen an solch heiklen Orten ist eigentlich verboten. Aber als wir sagten, dass wir die Königin-Luise-Brücke aufnehmen wollten und das Relief der Königin ganz aus der Nähe, das sahen die russischen Grenzposten ein. Ziehen wir übers Land durch den Verwaltungsbezirk Kaliningrad. Rybatschi, Rositen, die kurische Nährung auf russischer Seite. Ein Nationalpark vom Tourismus noch unzerstört. Beschaulich wie das ehemalige Fischerdorf. Aber natürlich gibt es schon Pläne, Yachtclubs und Hotels mit 4000 Betten zu bauen. Denn solche Strände gibt es nicht viele im Norden Europas. Weit gepflegt und überraschend leer, weil an der Einfahrt zum Sandwall zwischen Ostsee und Haff eine Schranke ist. Zutritt pro Person 15 Euro. Für den russischen Durchschnittsverdiener ist das unerschwinglich. Lebhafter ist es in Selonogradsk. Das ehemalige Kranz liegt noch vor dem Kassenhaus zur Einsamkeit. Über dem Heilwasserbrunnen, na wer schon, die Königin Luise in Bronze. Fast schon eine Schutzheilige der Region. Im benachbarten Rauschen Svetlogorsk geht es ähnlich lebhaft zu. Dort gibt es auch Luxushotels, Spielcasinos und Spitzenrestaurants. Dort sind der Himmel und die Preise nach oben offen. Auch westliche Touristen werden sich in diesen oder jenen Club kaum wagen. Nur steinreiche Russen, Europas neue Geldelite. Gerdauen, heute auf Russisch Eisenbahnstadt. Hier ist meine Mutter aufgewachsen. Vor 4 Jahren war ich schon einmal da und wollte nun schauen, was sich geändert hat. Im Zentrum gibt es neue Schilder, Vorsicht Lebensgefahr, denn von den Gebäuden könnten Trümmer herunterstürzen. In der Umgebung, so hören wir, haben sich ein paar kleinere Betriebe angesiedelt und die Gemeinde hofft auf den Ausbau der Landwirtschaft und der holzverarbeitenden Industrie. Aber noch ist die Lage deprimierend. Lenin wurde auf dem Marktplatz nach hinten versetzt. An seinem früheren Platz steht ein Schild, das an die 600-jährige Stadtgeschichte erinnert. Wir treffen Bürgermeister Valeri Beloruski. Hier stehen ja also gleich am Marktplatz so viele Ruinen, kaputte Häuser. Warum reißen Sie die nicht ab? Ich will die Frage mal so beantworten. Solange diese Objekte dort stehen und Aufmerksamkeit auf sich ziehen, haben wir Hoffnung, dass sich vielleicht einmal Investoren finden, in denen sich bei ihrem Anblick der Wunsch regt, sich am Wiederaufbau zu beteiligen. Diese Häuser abzureißen geht schnell, aber wenn sie nicht mehr da sind und man nichts mehr sieht, dann ist es schwer, sich ein Bild davon zu machen, wie schön sie waren und dass man sie hätte retten können. Ziehen wir weiter.
Es ist an der Zeit, Heinz Hohmeister kennenzulernen, ein Dachdecker aus Delixen in Niedersachsen, der nun schon an die 90 Mal mit seinem Kleintransporter den Bezirk Kaliningrad ansteuert. Und immer wieder macht er auch Halt an einem ehemaligen Staatsgut, auf dem er in einer ZDF-Sendung vor 4 Jahren alte Frauen weinen sah. Es meldeten sich Spender und Hohmeister sorgte für Wasser, Lebensmittel und Medizin. Und ehrlich gesagt, ich hatte gehofft, hier 4 Jahre später fröhliche Menschen wieder zu treffen. Na? Hallo, guten Tag. Wie geht's? Ja. Ja. Fragen Sie nicht. Schlecht? Was sagst du? Ich sehe nichts mehr. Und seit Monaten laufe ich zu den Behörden und versuche für meine Tochter einen Pass zu bekommen. Aha. Das geht schon ewig so. Und wir bekommen kein Kindergeld. Ich frage nach den alten Frauen und bekomme die Antwort, die Großmütter, die meisten, sind inzwischen gestorben. Zwei Türen weiter hat eine der alten Frauen gewohnt. Und immer, wenn auf der ehemaligen Kolchose Lwowskoje Gudwallen jemand stirbt, dann wird die Wohnung gründlich ausgeräumt. Es ist schwer, in dieser Umgebung für blühendes Leben zu sorgen. Und so bemüht sich Hohmeister, Einzelne aus diesem Milieu herauszuholen. Denn wer hier längere Zeit wohnt, ist im Sturm der neuen, rauen Zeit verloren. Und während die Frauen noch klagen, an wen alles sie sich schon gewandt haben und dass keiner für sie zuständig sei, hat sich Jewgenij Antonowitsch, der Bürgermeister, in das Gespräch eingeschaltet. Wir laufen hier herum. Und alles löst sich auf und bröckelt herunter. Schauen Sie doch. Ist schon gut. Hören Sie auf, da wird Ihnen keiner helfen. Man muss doch die Wahrheit sagen. Ich sage auch die Wahrheit. Dies alles gehört der Sovchose und die Sovchose gibt's nicht mehr. Das ist wie der Hund im Hühnerstall. Der lässt niemand leben. Ich bin bis zum Landrat gegangen, aber niemand kümmert sich um diese Häuser. Uns gehören sie doch nicht, sondern der Sovchose, dem Staat. Die Sovchose ist kein Staatseigentum. Wie das? Unser ganzes Leben lang war die Sovchose staatlich. Vorbei, Schluss, vergessen Sie das. Diesen Staat gibt es nicht mehr. Nach diesem ernüchternden Wiedersehen führt uns der Mann aus Delixen ein paar hundert Meter weiter, um Larissa Vassiliva zu besuchen. Ihr und ihren 4 Kindern hat die Gemeinde ein Häuschen zum Kauf angeboten. Aber wovon sollte sie es kaufen? Ein paar Rubel hatte sie wohl gespart, aber es reichte ja nicht für ein Haus. So gab ihr Hohmeister aus seiner Spendenkasse 200 Euro dazu. Das ist auf dem Lande im Bezirk Kaliningrad viel Geld. Gut. Sie hilft mir immer, wenn wir Pakete verteilen. Mit der Verständigung klappt es soweit ganz prächtig. Obgleich das Russisch des hilfreichen Besuchers, na sagen wir mal, etwas besser ist als meins. Wenn es hakt, ist auf Hohmeisters Touren immer Katharina Juldaschewa dabei, die Leiterin des Sozialamts. Ach so, Mädchen. Karasho. Und da drin, na, gut. 3 Ziegen, nicht schlecht. Eine Kuh habe ich auch schon mal gekauft. Aha, für wen? Für eine Frau in Lubowskaja. Denen war die Kuh gestorben und von Karinas. Karina, ist Mutter. Mhm. Da war die Kuh gestorben und die hatte ihrer Patentante in Deutschland dann geschrieben, dass die Kuh tot wäre und ob sie vielleicht ein bisschen unterstützen könnte. Da habe ich gesagt, lass das, Mann. Ich habe noch ZDF-Geld, ich kaufe dir eine Kuh. Und habe ich auch gemacht. Haben wir im Winter dann hier durchs Dorf getrieben, so eine kleine Kuh, ich noch Bilder davon, hat 270 Euro gekostet. Am Fluss Angrapa, die Kreisstadt Ochersk, früher Angerab. Sergei Kuznetsov, der Landrat, begrüßt einen guten Freund. Die Duma, das kommunale Parlament, hat den unermüdlichen Helfer inzwischen zum Ehrenbürger des Kreises gemacht. Wir sind dann noch bei ihm zum Kaffee gewesen, denn der Landrat hat die Idee, den riesigen Marktplatz dieser Stadt durch alte Straßenlaternen zu verschönern.
denn da gibt es einen historischen Bezug. Angerab war einst eine der ersten Städte in Deutschland, die eine elektrische Straßenbeleuchtung hatten. Die Stadt Dresden hat bereits die erste alte Laterne gespendet, was hier gewürdigt wird. Den Faden knüpfte, na wer wohl. Wir sind wieder auf dem Gelände der zerfallenden Kolchose und unser Führer will uns zeigen, dass auch hier schon wieder neues Leben blüht. Guten Tag, wir renovieren gerade. Da. Da. Kinderbücher hat er angeschleppt, die er in Kaliningrad besorgte. Denn das ehemalige Domänengebäude ist heute ein Kinderheim. Wie gesagt, es wird gerade renoviert, die Kinder sind in den Ferien. Aber so manche Gemeinde, auch außerhalb Russlands, könnte stolz und glücklich sein, einen solchen Kindergarten zu haben. Es kann einem schon ein bisschen schwindelig werden, wenn man die Aufzählung hört, um was sich ein einzelner Mann so alles kümmert. Die Schule, die Klinik, das Altenpflegeheim. Aus Holland hat er eine komplette Zahnarztpraxis herangeschafft. Ich habe diesen Kühlschrank denen geschenkt und dann war der Backofen kaputt, da haben wir diesen Herd gekauft. Und ich gebe diesem Kindergarten immer, wenn ich hier bin, so 200 Euro mal 100 Euro, ganz nach Bedarf. Warum machen Sie das? Ja, das weiß ich im Grunde genommen auch nicht. Also ich war bis 1948 hier und wenn wir vielleicht noch ein halbes Jahr länger hier geblieben wären, dann würde es mich wahrscheinlich nicht geben, dann wären wir verhungert. Und naja, als ich 1993 das erste Mal hierher gekommen bin, da habe ich das Leid hier gesehen und habe mir im Grunde genommen vorgestellt, was wäre wohl aus dir geworden, wenn du hier geblieben wärst. Und ja, seitdem hat mich das irgendwie gepackt und es macht irgendwie Spaß und ich kenne also so viele Leute. Was ist jetzt Ihre Heimat? Hier Kaliningrad oder Derrickson? Ja, das frage ich mich manchmal auch. Also wenn ich fühle mich hier einfach wohl, obwohl es ja Verhältnisse nach unserem deutschen Verhältnis einen vielleicht nicht ganz befriedigt. Und seit 93, da sagen die Leute auch mal, du bist irgendwie verrückt. Bin ich auch ein bisschen, sonst würde man sowas nicht machen. Ich bin in der Zeit nirgendwo anders in Urlaub gefahren. Alle Zeit hier verbracht. Und wer einmal so einen Tag oder zwei Tage auf der Nehrung verbracht hat oder auf der anderen Seite der Nehrung in Gilge, das heißt heute mal Trossowo, das ist also landschaftlich und von der Natur so schön. Das findet man nicht in Spanien, auch nicht, wer weiß wo. Das ist hier einfach schön. Schönheit und Kaliningrad. Über Jahrzehnte hatte diese sowjetische und heute russische Exklave den Ruf, eine der hässlichsten Städte Europas zu sein. Mein Eindruck heute ist da nicht so streng. Natürlich. Es gibt noch viel bombastisches Grau aus den Tagen, als die Stadt militärischer Sperrbezirk war. Aber sonst, wir haben ehemalige Königsberger getroffen, die zwar wenig vorfanden, um Erinnerungen zu wecken und die doch anerkennend davon sprachen, dass sich in den letzten 4 oder 5 Jahren allerlei verändert habe. Der Hafen schlägt jährlich 11 Millionen Tonnen um, davon 8 Millionen Tonnen Rohöl. In Russland gibt es viel vagabundierendes Geld, das nach Anlage sucht. Und da Moskau und St. Petersburg sehr, sehr teuer geworden sind, haben in- und ausländische Investoren Kaliningrad entdeckt. In der Innenstadt gibt es teure Modegeschäfte und möglicherweise mehr Sportwagen und protzige Limousinen als in mancher deutschen Stadt. Das Leben wird teurer, die Grundstückspreise klettern ins Unerschwingliche. Wir haben uns mit einem, nennen wir ihn mal Baulöwen, verabredet, um eine Fahrt rund um die Dominsel zu machen. Dort, wo heute einsam die wiedererrichtete Kathedrale steht, war einmal das Zentrum Königsbergs. Was ist das da drüben? Das ist das Gebäude. Das war die Königsberger Börse. Pavel Fjodorow hat sich zum Ziel gesetzt, durch Neubauten in irgendwie historischem Stil nicht unbedingt das alte Königsberg wieder entstehen zu lassen, sondern es sozusagen weiterzuentwickeln. Mit Gebäuden, die das Gefühl vermitteln, die stünden hier schon seit Jahrhunderten.
Einiges stört natürlich, zum Beispiel dieses Hochhaus da rechts. Business, sagt er und macht das entsprechende Zeichen mit der Hand. Ein deutscher Investor habe das verbrochen, er nicht. Ohne Vergangenheit keine Zukunft. Das ist Fjodorows Konzept. Man baue für Geschäftsleute und Touristen, denn... Von hier aus fliegen täglich so viele Flugzeuge nach Deutschland wie nach Moskau. Dies ist ein Ort, wo sich Geschäftsleute treffen. Russen fliegen für ein paar Tage nach Kaliningrad, entspannen, fliegen wieder zurück. Oder man fliegt von oder nach München, Düsseldorf, Berlin, Hamburg. Alles durch Direktflüge mit uns verbunden. Da rechts der alte Sowjetpalast, hellblau übertüncht, sollte die neue Kathedrale Kaliningrads werden. Doch eher ist das Wahrzeichen geblieben, der wiedererrichtete Dom. Mit dem Grabmal Immanuel Kants, der etwas Ordnung in das menschliche Denken brachte. Der größte Sohn dieser Stadt war und ist von Russen und Deutschen, Zaren wie Marxisten gleichermaßen verehrt. Und so ist es wohl Kants Grab gewesen, das die Ruine des dazugehörenden Doms vor dem Abbruch gerettet hat. Ein paar Worte wollte ich zuerst nicht zu dem Dom sagen. Ein paar Worte wollte ich zu diesem Mann sagen. Das ist der bekannte Igor Odinzow. Und natürlich er, Igor Odinzow, verdienter Baumeister Russlands. Er hat es in die Hand genommen, eine Kirche, die zur öffentlichen Toilette verkommen war, der Nachwelt zu erhalten. In dem wiedererrichteten Backsteinbau ein Museum zu Ehren Kants. Das Kirchenschiff mit zwei Orgeln sowie eine orthodoxe und eine evangelische Kapelle. Und ein mahnendes Foto vom Untergang Königsbergs. Natürlich hat der Wiederaufbau viel Geld gefordert. Es kam aus Russland und aus Deutschland. Und der Anfang war schwer. Mit nur 100 Rubel, so erinnert sich Odinzow, haben die Retter begonnen. Es war 1992, da sagte ich mir, du läufst hier rum und ein solches Gebäude ist eine öffentliche Toilette. Und da habe ich meine Dienste angeboten, die Ruine erst einmal zu befestigen. Wissen Sie, im Krieg habe ich die Bombardierung von Sevastopol überlebt. Und trotzdem, als einfacher Soldat habe ich keinen Hass verspürt. Ich war der Ansicht, dass es die Politiker sind, die Völker mit den Hörnern gegeneinander stoßen. Die Menschen, Deutsche und Russen, sind niemals Feinde gewesen. Wir schauen gleich nebenan noch einmal bei Pavel Fjodorow vorbei. Da läuft alles nach Plan. Fischdorf, wie er seinen neu-historischen Stadtteil nennt, kostet so alles in allem 100 Millionen Euro. Zunächst hat er investiert, dann kamen die Banken. Alles russische Gelder, wie Fjodorow versichert. Die Investoren wickeln ihre Geschäfte mit der Moskauer Petro-Commerzbank ab. Und wie haben Sie Ihre erste Million verdient? Ich bin noch kein Millionär, aber ich habe 22 Jahre in der Erdölindustrie gearbeitet, auf den Feldern im Norden und im Ural. Ich war Vizepräsident der Yuganko Neftegas und einer der staatlichen Gründer des Erdölkonzerns Yukos. Meine Wurzeln stammen von dort. Und dann zeigt er uns noch sein Lieblingsprojekt, den Kaiserhof. Das wird ein 4-Sterne-Hotel und ein, wie es auf Russisch heißt, Business-Center. Endgültig ist noch nicht entschieden, ob russischer Zar oder deutscher Kaiser. Aber es wurde schon mal ein Künstler beauftragt, sich über die passende Skulptur Gedanken zu machen. Die Pose ist nicht eben majestätisch, aber der Bart, ganz klar, es ist vollbracht. Es wird wohl am Ende ein Wilhelm werden, der sich in Fjodorows Kaiserhof mal eine Pause gönnt.
In diesem Gottesdienst wird Elisabeth Gorbatschowa getauft. Die Mutter kommt aus Leipzig, der Vater aus Kaliningrad und nun leben beide in Leipzig. Auf Russisch und auf Deutsch der Gottesdienst in der Auferstehungskirche. Evangelisch-lutherische Gemeinde, Propst Haie Osterwald nimmt die Taufe vor. Elisabeth, ich taufe dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Das war doch ganz schön. Ein paar Besucher sind aus Deutschland gekommen. Die meisten hier sind Russlanddeutsche, aus Sibirien, Kasachstan, von der Wolga oder dem Ural nach Kaliningrad gezogen. Nach Europa, näher an Deutschland. Aber doch nicht ganz dahin. Es hat sich herumgesprochen, dass sie in Deutschland nicht mehr allzu willkommen sind. In Kaliningrad, alles in allem, sind sie mit ihrem Leben zufrieden. Stolz der evangelisch-lutherischen Kirche in Russland ist das Projekt Jawlonka, Apfelbäumchen, eine Anlaufstelle für verwahrloste Kinder und Jugendliche. Tag und Nacht ist sie geöffnet. Hier sollen Kinder einen Halt finden, die sich selbst überlassen sind. Sie werden eingekleidet und verpflegt. Zurzeit sind etwa 40 Kinder hier, davon 12, die kein Zuhause haben und unterm Apfelbäumchen auch übernachten. Die Jugendlichen werden schulisch betreut und sollen in Werkstätten aller Art an ein geregeltes Leben herangeführt werden. Die einen wurden nachts am Bahnhof aufgelesen, andere haben von Freunden davon erfahren, dass es das Zentrum Jawlonka gibt, und wieder andere schickte die Behörde. Allerdings hat die Stadt seit einem Jahr ihre Zuschüsse gestrichen, weil die Zahl der bettelnden Kinder in Kaliningrad zurückgegangen sei. Aber der Hauptgrund könnte auch sein, dass Russland in Zukunft solche privaten Organisationen nicht mehr unterstützen will, selbst wenn es staatliche Einrichtungen dieser Art nicht gibt. Das Heim hat 8 Betreuer und Mitarbeiter. Direktor ist Valentinovich Kavienka, links. Und dann treffen wir unter dem Apfelbäumchen in Kaliningrad noch einen jungen Mann aus Gunzenhausen bei Nürnberg. Cornelius Findeisen leistet in Kaliningrad seinen Zivildienst. Wie kamen Sie darauf? Ja, ich war vor etwa 2 Jahren war ich auf Konzertreise hier mit einem kleinen Chor aus unserer Gemeinde. Und wir haben hier konzertiert und wie der Zufall wollte, waren wir auch noch auf der kurischen Nährung. Wir hatten ein bisschen Zeit und es hat mir sehr gut gefallen, hier zu sein. Und da habe ich mir gedacht, frag doch mal, vielleicht kannst du ja hier irgendwie Zivildienst machen oder so. Und ich habe eine E-Mail geschrieben an den Propst und ich hatte eigentlich damit gerechnet, dass das wahrscheinlich gar nicht klappt. Und dann kam die Antwort zurück, ja, schön, dass du schreibst, es waren hier schon welche da und schon länger war keiner mehr und komm doch. An Wochenenden im Sommer wird die Stadt zur Bühne. Die Standesämter haben Hochbetrieb. Durch Kaliningrads Straßen, Parks und Plätze toben die Hochzeitspartys. Rund um den Dom posieren die Paare. Unter Brautleuten ist es Brauch, an der Brücke, die zur Dominsel führt, Schlösser mit den eingeritzten Namen anzubringen. Juri und Natascha, Elena und Robert. Sie schließen ab und werfen den Schlüssel in den Pregel. Und so, wie nun das Schloss, hält ihre Liebe ewig. Ich heirate nur ein einziges Mal und dann nie mehr.
Und ich wünsche mir für unsere Stadt, dass sie immer schöner wird, dass wir fröhlich sein können und uns über diese schöne Stadt freuen. Wer war eigentlich Kalinin? Was waren seine Verdienste um die Stadt? Wer Kalinin war? Das ist Politik. Es war Geschichte, da haben wir noch nicht gelebt. Frage an das nächste Paar. Was wünschen Sie sich für die Zukunft? Unsere Freunde. Чтобы деток много было, друзей много было, здоровье было у всех крепкое, у нас и у наших родственников, родителей. Wissen Sie, wer Kalinin war? Die Stadt trägt doch seinen Namen. Die Stadt in Königsberg, в каком году не помню. Но unsere Stadt Königsberg. Naja, er übertreibt ein wenig. Das nächste Paar, schon fliegt der nächste Schlüssel in den Fluss. Gorka, Gorka, ruft die Hochzeitsgesellschaft. Das heißt, frei übersetzt, küsst euch endlich, wir sind durstig. Unsere Reise geht zu Ende. Für mich einmal mehr ein Wiedersehen mit einer wunderschönen Landschaft in Europa, von der mir meine Eltern sagten, es ist deine Heimat. Die Menschen, die ich im ehemaligen Ostpreußen traf und deren Heimat es nun ist, sind alle freundlich zum Besucher aus Deutschland gewesen. Mein, dein, worüber sollten wir uns streiten?